So. Hallo, wir sind's. Heute geht's weiter. Tag 2 am Comasee. Comasee in Varella. Zimmer an der Villa Monasteri. Villa Monasteri. Direkt im Ort. Oh, Monasteri, würde ich sagen. Nee, Monastero, da schräg da hinten steht. Monastero. Und immer. Jetzt geht's in den botanischen Garten. Genau, richtig großer botanischer Garten. Ja, diese Villa, das war früher ein Zisterzienser, oh Gott, wie spricht man es aus? Zisterzienser Kloster. Mhm. Und heute ist ein Hotel für ein Kongresshotel. Mit riesigem botanischen Garten und ja, werden wir ja nachher noch sehen. Jetzt gucken wir mal, Feschbar haben wir dabei, ja, genau. Wasser haben wir dabei, Wassermelone haben wir dabei. Alles hier drin. Ciabatta und Salami. So, jetzt ist hier nämlich gerade keiner da und ich kann noch mal hier den schönen Abend. Ja, also. Also jetzt gehen wir on Tour und gucken, dass wir schöne Bilder einfangen. Ja. So. Hier ist der See. Und hier sind jetzt so... Alles von Mandelröschen. Ja. Ein Paradies. Ein Mandelröschen am anderen. Eine meiner Lieblingspflanzen, weil der Papa die auch so gerne hatte. Das sind jetzt hier die ersten Meter. Und ja, alles schon so mediterran. Gabi im Sommerlook. Mhm. Mit Hut. In heißen Temperaturen entschuldigen. Ja. Also, wir schauen weiter. Schipper. Arg weit sind wir noch nicht gekommen, gell? Gibt an jeder Ecke was zu sehen. Ja. Wahnsinn, guck mal die tollen Palmen. Ja. Ist das Stechpalme, oder? Oder wie nennt man Stechpalme? Palma. Cycas revoluta. Eine Zykadenpalme. Hm. Thank you.
Das ist ein Kaffee. Das ist ein Magnolienbaum. Mensch, wenn der jetzt noch blühen würde, das wäre abartig. Aber ich ist ja so schon faszinierend. Wie sieht das? So ein Riesending, den wir nie gesehen. Sieht aber also total verästelt. Das sieht total gesund aus. Ne? Ja. Walzer, Herrgott. Und Gabi? Jetzt wäre mal ein Schattenplätzchen gut. Ja, können wir mal was trinken, ein bisschen runterkühlen. Mal was trinken. Ja. Vielleicht auch verspannen. Ja, so langsam. Haben zwar ein Lieblingsplätzchen schon ausgemacht, aber das ist ziemlich am Anfang. Ja.
Ja. Ich denke, wir werden dann doch hier irgendwo gespannt. Hat das hier aus uns ausgefallen. Mhm. Ja, das wär jetzt ein Bänkle, wenn es im Schatten wäre, gell? Oh, das wäre wär super. Mit Füß. Ja. Das sind Löwenfüße. Aber nicht ganz. Ah ja, das wär's jetzt. Ja, Einbahnstraße. Da geht's gar nicht wieder. Ah. Aber dafür sind wir mal ein bisschen im Schatten. Ja. Schade, dass der Brunnen nicht an ist. Ja. Da würde ich jetzt gerade mal viel reinstrecken. Eine Pergola. Ja. Also für alle, die es nicht kennen, das ist eine Pergola. Als kleiner Insider-Gag. Ciabatta, ciabatta, mit Salame, Salame, e Salame, Coppa. Salame, 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 Salame und Ferrarini, Coppa. Also, Schwarzwälder Schinken, nur ohne Schwarzwald. Sehr gut zusammen mit der Salami. Sehr guter Geschmack. Notti drei Farfalloni amoroso, notti giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, notti sotto al cucino d'amore, delle belle turbando al riposo. Zylinder Villa Monastero. Ein gigantischer Kleiner.
winziger Mensch. Schaut das nicht anders? Ja. Und die Aussicht. Naja. Geiles Geld. Super viel, das hätte ich auch gekauft. Napoleon. Achso, das gibt's doch nicht. Oh, die Lampe sind jetzt wieder in. Sie sind wieder in. So eine Vase haben doch die Eltern auch, ne? So ähnlich. Die Vase. Ja, das ist natürlich cool. Diesen Teil. Oh, endlich Bad. Wow, Badewanne ist natürlich gut. Ganzes Feld voll Buntnesseln. Komisch, die ist verquält. Den anderen geht's gut. Schöne Erfrischung. Jetzt gibt's gleich noch ein Eis. Gut, dass hier überall so viele Brunnen sind. So. Wieder im Zimmer. Apartment. On the way home. Gerade noch ein feines Eis gegessen. Ja, und davor noch Eiskaffee, das haben wir euch gar nicht gezeigt. Stimmt, Mensch. Wir waren so geplättet von der Hitze. Vor lauter Dings. Und jetzt geht's vor lauter Gier. Heim, machen wir ein bisschen Siesta. Und Duschi-Duschi vor allem. Genau. Dann gehen wir später im Nachmittag wieder los zum Aparo. Aperol und Abendessen. Also Aperol ist dann Aperol. Bei uns wird der Aperol ein Aperol sein, genau. Das kann man sich leicht merken. Ah, schöner Tag war es, gell? Richtig ja, schön. Richtig gut. Ja, aber jetzt ist uns nach kühleren... Genau, jetzt müssen wir duschen und mal... Temperaturen. ...ein Stündle ablegen und dann geht's weiter. Also, bis dann. Ciao, ciao. So, Gabi. Haben wir uns einen Platz ergattert. Mhm. Mit Seeblick. Mit Seeblick. Und Schatten vor allem. Fast schon wichtiger wie der Seeblick. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen drückig. Aber, was haben wir ja? Hm? Das war schön.
Genau. Ich trinke mal erstmal ein Aperol. Aperol und dann Aperol. Beides. Beides gleichzeitig. Gucken wir mal, ob wir was bestellen dürfen. So. Der Aperol ist da. Gabi freut sich schon. Oh ja. Das könnte man mal trinken, gell? So, Prost. Prost. Auf einen schönen Abend. Und diesmal sogar mit den Beilagen. Hat man bislang noch da nie bekommen. War wahrscheinlich zu doof zum Bestellen. Aber so. Oder wir sahen nicht so hungrig aus. So sieht es doch gut aus, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja? Und dann danach gibt es Abendessen. Und danach gibt es Pizza. So. So. Tivino. Tivino haben wir schon mal, gell? Zeig. Und Besteck haben wir auch. Besteck haben wir auch schon, genau. Gibt es gleich. Prost, Sonne, Diabele. Jetzt gleich Pizza. Ja, ist gut. Ja, ja. Der trockene Italiener. Gar nicht schlecht für einen Italiener. Wie dein Papa sagen würde. Ja. Trockene Italiener wie. Ja, also, jetzt gucken wir, gibt's gleich Pizza. So, Pizza ist da. Pizza ist da. Pizza ist fertig. Dein auch. Quattro Stagioni. Nee, doch. Si. Sì. Und Donno Cipolla. Und die Italiener wie. Also. Guten. Guten. Und Gabi. Wie war die Pizza? Oder wie mega die Pizza? Lecker. Gell? Fand's auch. Der Teig war gut. War cool. Oh, die. Heute waren die Messer auch gut, die wir gekriegt haben. Der Teig war gut und der Belag war auch. Bei dir war es gut, sagst du? Bei mir hätte ein wenig mehr drauf sein können. Aber. Mehr Thunfisch oder mehr Zwiebeln oder beides? Thunfisch eher. Aber ja, war okay. Leer geputzte Teller. Guck, da. So muss sein. Wie Butter von Mutter. Gurkensohn, kennst du noch? Gar nichts mehr groß. Von dem seit seinem Autosong. Seit seinem ersten und letzten Song. Gurkensohn, wo bist du? Oh, yeah. Und der Vino ist gut. Mhm. Also. Aber es ist einfach immer noch. Ich habe bestimmt eine total rote Birne. Auch immer noch so warm. Nee, das hat sich ziemlich normalisiert. Ja. Ich fühle mich anders. Aber. Und da? Mega, der Aussicht, das Essen, alles. Drüben noch im Wasser sind. Oh ja. Haben wir es gut erwischt heute. Melden wir uns nachher noch von unserem Balkon. Genau, schauen wir mal, was wir noch anstellen. Das ist ein Quizduell. Gibt es noch ein Rosé? Oh ja. Oh ja. Revanche im Quizduell. Ich muss endlich mal gewinnen gegen dich. Oh ja, das können wir mal filmen. Hm. Lieber nicht. Lieber nicht. Also, bis später. Bis später. Ein letztes Bild für heute. Mhm.
Achso. Stimmt, wollten wir. Balkonien wollten wir noch. Gucken wir mal.